Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Big Frank Gaming. Und bevor wir jetzt loslegen, eine kleine nette Anekdote. Ich habe gerade, bevor ich angefangen habe aufzunehmen, mir eine Packung Kekse aufgemacht. Ja, ich habe nur eine Packung Kekse aufgemacht. Ihr kennt die vielleicht von Koppenrath und Wiese, so zuckerfreie Kekse. Ja, einfach aufgerissen, da ist so ein Klebeverschluss dran zum wieder verschließen. Und ja, was passiert? Ich habe die Kopfhörer schon auf und habe nichts gehört, ja. Aber zack, stehen die Hunde vor der Tür und sind hier am Rumheulen. So schlimm, dass meine Frau kommen muss und denkt mir, wer was passiert. Diese kleinen Mistviecher sind echt so schlimm, dass sie sich sogar schon Unterstützung beim Gammeln holen. Das ist echt geil. Ach ja, aber genug des Spaßes. Wir haben einen Gefängnisausbruch zu planen. Ran jetzt hier. Die Skelettgruppen. Deine die Wachen flicken wegen des seltsamen Skeletts aus. Von mir aus. Willst du eine Kartoffel? Die ist von meiner Mutter. Verdammte Scheiße, ja, ich will eine Kartoffel. Autsch, verdammt, autsch, fast der Zahn abgebrochen. Ist da was in der Kartoffel? Wow, es sieht so aus, als hätte deine Mutter dort eine Bombe versteckt. Hä? Das ist nett von ihr. Ich habe immer gesagt, deine Mutter ist großartig. Wir werden sie gut nutzen. Wir müssen nur auf den richtigen Moment warten. Finde ein gutes Versteck für die Bombe. Bombe in der Kartoffel. Was soll denn das für eine Kartoffel sein? Ein Scheißplatz. Verdammt nochmal. Das scheint kein gutes Versteck zu sein. Wenn denen die Kacke um die Ohren fliegt. Aber hier können wir vielleicht noch was. Ja, ein Stock wurde zum Inventar hinzugefügt. Ja, dann ist Guy wenigstens schon mal bewaffnet. Auf jeden Fall, wir werden mit Sicherheit kämpfen müssen hier. Wer weiß, was wir in den Kisten und so noch alles finden hier. Da ist sogar der Trainingsplatz vom Knasthof. Ein Wachposten, nur selbst wenn er explodieren sollte, wäre es keine sonderlich große Verschwendung. Insassen, wir haben die Kirche über das Skelett informiert und warten auf ihren Besuch. In der Zwischenzeit wird eine kleine Gruppe von Gefangenen mit uns in den nahegelegenen Wald fahren und Bäume fällen, weil der Winter naht. Winter is coming. Ein Kirchenbesuch. Bedeutet, dass jemand auf dem Scheiterhaufen brennen muss. Deshalb willst du Holz, nicht wahr? Dummes Geschwätz, du musst nicht in Panik geraten. Das ist nur ein Standardverfahren zum Holzhacken. Ich bin seit 23 Wintern hier und habe noch nie von diesem Verfahren gehört. Die meisten von uns erfrieren normalerweise nur. Ruhe, du und du, ihr reitet los. Und nun, Guy, ich denke, wir sehen uns später. Jetzt aber mal Klartext, du bist immer noch ein Gefangener, wage es nicht, dich zu weit zu entfernen, denn ansonsten erhältst du deinen Warnschuss direkt in den Kopf. Reite mit den Wachen und bleib nah dran. Passt. Selber passt, meinst du mich? Du willst ja noch aus dem Steinbruch raus, oder? Nein, nicht wirklich. Aha, hör mal, nachdem wir angekommen sind, musst du die kleinen lila Kräuter im Wald sammeln. Ich erkläre dir später alles. Wir sind da. Deine Aufgabe ist recht simpel. Fälle einige Bäume. Genug für einen Scheiterhaufen. Nein, für ein gemütliches kleines Feuer, wenn der Winter kommt. Axt wurde zum Inventar hinzugefügt. Finde drei Kräuter, ohne oben auf der Karte markierten Bereich zu verlassen. Dann wollen wir mal. Eins. Ich streckte über den Haufen gerannt hier. Die suchen mich immer noch.
Die haben mich auch gefunden. Das ist schlecht. Aber scheinbar reicht es, um abzuhauen. Hey, das ist kein Spaldier, sondern ein paar. Geh und fähr ein paar verdammte Bäume. Halt, stopp! Dieses Baumassaker. Was? Baum was? Wer zum Teufel bist du? Lang leben die Blüter. Hey, du sei doch so freundlich und schwing halt deine verdammte Axt. Besiege die Baumhüter. Ich muss euch einfach alle Wachen platt. Zum Teufel, das war nicht übel, verdammte Baumhüter. Ich glaube, es reicht jetzt. Wir ziehen besser ab. Hey, Glatzkopf, du fährst den Wagen. Schwer bewaffnet. Jetzt los, versuch nichts Dummes. Nein, ich versuch nichts Dummes, ich bin nur schwer bewaffnet. Pass auf, hast du die Kräuter? Ja doch, das genau ist das. Eine stark halluzinogene Pflanze. Bei hohen Temperaturen werden Dämpfe freigesetzt. Die sogar einen Stier umnatzen können. Was? Ich hab nicht versucht wegzulaufen. Lass mich in Ruhe. Dann kämpfe ich mich eben hier raus. Na, hat nicht geklappt, okay. Ich habe ja nur versucht zu tun, was ich immer tun soll. Da kommen sie wieder, die Baumhüter. Vom Teufel, das war nicht übel, verdammte Baumhüter. Ich glaube, es reicht jetzt. Naja. Und wieder den Wagen fahren und an den Deppen dranbleiben da. So. Bleiben wir also dran und schauen, wie es weitergeht. Sorry, mein Freund, tut mir leid. Boah, der ist jetzt auf dem Weg zu Fuß zurück zum Steinbruch oder was? Lass mich doch in Ruhe da, Mann, ich will doch nur zurück zum Steinbruch. Doch ewig.
schon besser. Müssen wir nochmal neu starten. Ich habe ihn leider umgefahren. Böser, böser Frank. Ja. Ja, ja, komm, Kampf und dann ist gut. So kommen wir ja nicht vorwärts hier. So. Für die war es das. Ich bin immer noch bewaffnet. So. Und jetzt nicht wieder über den Haufen reiten hier. Ja, ich habe immer noch 2600 Gold. Sie haben es mir nicht abgenommen scheinbar. So, reden wir nochmal über die halluzinogenen Kräuter. Mal echt aufpassen, dass wir uns nicht vertun hier. Geht zu deiner Kaserne, schlag dich besser aus, da wir morgen ein paar heiße Gäste erwarten. Was sind wir denn überhaupt hier? Ah, da unten. Ja, Lanze, Spitzhacke, Faust, alles gut. Ich nehme die Lanze mit. Mal gucken, ob das irgendwer merkt. Buddy, hey Buddy! Also, du willst mir sagen, dass es hier einen Kräuterkenner gibt, der halluzinogenes Kraut hat? Ja. Yep. Und wir haben eine Bombe, richtig. Und morgen treffen die Vertreter der Kirche ein, um das Skelett zu untersuchen, genau. Und geil, mein Liebster, mein einziger Freund, ich sage dir, morgen könnte ein sehr interessanter Tag werden. Oh, schon wieder 4 Skill Points, cool. Fähigkeiten, wo seid ihr? Regenerationsfähigkeit, das ist gut. Und starten wir den nächsten Tag. Alter, das Treffen mit den Kirchenbeamten beginnt gleich. Beeil dich. Das sind schon mal die Kräuter. Alles gut. Ich bin Special Agent Pedro, FBI. FBI? Föderales Büro der Inquisition. Sehr spanisch, sehr überraschend. Wo ist der Verdächtige? Genau hier. Es ist das Skelett. Ist es aus der Hölle? Sind wir verdammt? Ist es ein Drache? Es ist noch zu früh, dies zu beantworten. Kommen wir unserer Aufgabe nach und übernehmen diesen Fall. Sind die Scheiterhaufen bereit? Scheiterhaufen? Das ist also kein gemütliches Lagerfeuer. Die Scheiterhaufen sind bereit, ja. Die, die das Skelett ausgegraben haben, sollten es sich dort gemütlich machen. Okay, ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, diesen Kräuterkenner zu finden. Vor allem, da du ja derzeit auf dem Scheiterhaufen landen könntest. Ich bekomme die Bombe. Finde den Kräuterkenner. Ich glaube, der hat die Kräuter da schon positioniert, ne? Ich denke, jetzt könnte eine gute Zeit sein. Das habe ich auch gedacht. Ich habe den Scheiterhaufen an ein paar Kräuter geworfen. Ich habe die Ehre und zünde sie mit dieser Fackel an. Weißt du schon, was du als nächstes tun möchtest? Wir werden die Mauer sprengen. Einfach, trotzdem effektiv. Vergiss dabei nicht den Atem, so lange wie möglich anzuhalten. Die Dämpfe könnten dir eine wahrhaftige Reise zum Mond und zurück bescheren. Du findest mich im Fischerdorf, wenn du dich zurückgezogen hast. Ich glaube, wir haben viel gemeinsam. Hält nicht lange genug an, die Luft. Ja, ganz offensichtlich nicht. Ein Scheiterhaufen. Zwei Scheiterhaufen. Diese Mucke. Oh Gott, bin ich alt, dass ich das kenne. Okay, jetzt habe ich es wohl. Ich sollte... Oh.
Ich will wirklich etwas Hühnchen. Finde ein Hühnchen. Ding, ding, ding. Gei, 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 yay, yay, yay. Warum bist du Schlamm, Buddy, 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 Buddy? Ja, ja, das klingt lustig. Ich glaube, wir sind High Guy. Ich fühle meine Haare. Na, so eine Scheiße funktioniert nie, was? 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 Mach was, irgendwas. Cool, gute Arbeit, Alter. Du brauchst mich nicht mehr zur Hölle. Ich weiß nicht mal, was los ist. Wir töten alle. Töten, töten, töten. Ich würde jetzt mal Speck fragen, Buddy, ob jemand Speck hat. Ich guck mal, ob ich welchen finde, mein Freund. Hi, hi, hi. Wir töten einfach alle. Töten ist gut. Was zum Teufel? Bist du gerade aus der Luft gekommen? Wo ist das? Wo ist das Skelett? Dude, sind wir nicht alle nur Skelette? Ah, nur fleischbedeckte Skelette, Alter. Hast du jemals drüber nachgedacht? Ah, wow, du hast recht, Mann. Als Inquisitor sieht man echt abgefahrene Kacke, weißt du? Warte mal, meine Hauptsinne sagen mir, dass in der Nähe Gefahr besteht. Schnapp dir diese Axt! Oh, du hast den Inquisitor sterben lassen. Ich hätte ihn leben lassen sollen. Okay, ich dachte, ich mache einfach mal kurz kalt. Oh nee, fangen wir jetzt ganz von vorne an. Ach ja, dann gehen wir diesen Trip noch mal kurz durch. Machen wir wieder dasselbe wie eben. Der Stock reicht, der geht schneller. Was zum Teufel? Bist du gerade aus der Luft gekommen? Nimm diese Axt, Mann! Nimm diese Axt! Geil, geil, das müssen wir rausfinden. Ich bin verdammt high, aber wir müssen die Wand sprengen. Ich hab die Bombe, aber ich fühle mich wie in Slow Motion. Du musst bei mir bleiben. Später, Dude. Nein, warte. Eins, noch etwas. Du, weißt du, wo sich die Residenz des Bischofs befindet? Die Inquisition braucht möglicherweise etwas Hilfe. Wow, bist du dabei? Ja, ja. Eskortiere deinen Kumpel. Ich glaube, ich bin sehr langsam. Ich bin wirklich langsam, Guy. Ja. Voll der Trip. Gibt's auf jeden Fall Gold zu holen. Verdammt. Hoffentlich gibt's einen vernünftigen Speicherpunkt. Keine Lust, das alles nochmal komplett neu zu machen. Doch, ich muss alles komplett nochmal neu machen. Da passt einmal eine Sekunde auf den Idioten nicht auf, muss ihm schon wieder das Leben retten. Wieder alle kalt machen. Nur um an deren Gold zu kommen. Finde ich aber gut. Gold können wir brauchen. Naja, das mit dem halben Königreich, das wird wohl nichts mehr hier für den Guy, aber egal.
Hauptsache, wir retten erstmal unsere eigene Haut, ne? Oh, das gibt viel Gold. Da kommt da wieder der Inquisitor. Weiter geht's. Ich glaube, ich bin sehr langsam, Guy. Bin ich wirklich so langsam? Ja. Okay. Aufpassen, dass er diesmal nicht stirbt hier. Verdammt mich nochmal. Wann das wir denn nicht nachher noch getötet haben? Ist immerhin unser Freund. Die kam von vorne, ne? Habe ich doch richtig in Erinnerung. Da gibt es noch ein bisschen Gold. Ja, alles gut. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber er ist dein Kumpel. Na, dann mach mal, mein Kumpel. Okay, bereit auf 3. 1, 2, 7, 10, 1, 5 und 9, 3. Wir müssen rennen, schnell. Es gibt einen Ort, mein lieber Freund. Ein wunderschöner Palast. Ich werde dich dorthin bringen und wir werden abdancen. Eine Schinkenscheibe auf einem Butterbrot. Ja, warte mal, was? Ich habe da eine Idee, Alter, für eine Mahlzeit. Eine Schinkenscheibe auf einem Butterbrot. Sie wäre überall, wie Sand. Und es wäre verlockend wie Hexerei. Nein, nein, nicht schon wieder. Oh Mann, das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Aber wenigstens können wir hier weitermachen. Puh. Die Mission ist gar nicht mal so ohne, würde ich behaupten. Laber mal, Buddy, und wir rennen dann. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sollten versuchen, ob wir nicht irgendwie... zu einem Pferd kommen können hier. Auf jeden Fall besser als die Axt. Ja, red von deiner Schinkenscheibe, Junge. Sehr hohes Fahndungslevel. Es geht wieder in die Hose, es geht wieder in die Hose.
müssen laufen. Weg, 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 weg. Ich hab's mir doch fast gedacht. Ich denke mir gerade noch, probier mal aus, ob du auch alleine abhauen kannst. Nein, wir müssen Buddy auf jeden Fall mitnehmen. Oh, nee, nicht schon wieder. Fangen wir schon wieder von vorne an. Das nervt. Das ist irgendwie fies. Ganz ehrlich. Das ist uncool. Ich bin noch fast tot. Das sehe ich jetzt erst, dass ich fast tot bin. Okay. Okay, versuchen wir es nochmal. Ansonsten muss ich gleich erstmal eine Pause machen, wenn es gar nicht geht. So, Leute, wie sieht's bei euch aus mit Serien? Ich suche noch eine gute Serie zum Weitergucken. Aktuell am besten irgendwas Richtung Science-Fiction, Fantasy oder Anime oder so in der Richtung. Da gibt's ja genug coole Sachen. Zuletzt habe ich jetzt Darling in the Franxx geguckt. Aktuell bin ich bei Wise Man's Grandchild, da blieb ich auch fast durch. Stellt sich für mich natürlich die Frage, was gucke ich als nächstes? Na, geh weg, Karte. Jetzt geht's uns einmal gerade recht gut. Na, komm her mit deinem blöden Pferd, du. Mist, vorbei. Oh, 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 oh. Vielleicht sollten wir doch lieber laufen als kämpfen. Oder es zumindest versuchen. Solange Guy nicht aufgestiegen ist. Ist er aufgestiegen? Ich glaube, er ist aufgestiegen, ne? Dann mal ab dafür. Wollen wir doch mal zusehen, dass wir hier wegkommen. Verdammt, die halten mich viel zu sehr auf hier. Und ich bin auch falsch gefahren. Verdammt, ich hoffe, es reicht, da hinzukommen. Wow, das war ja was. Fühlst du dich besser? Irgendwie, aber ich denke, ich muss ein wenig schlafen. Das ist natürlich ein absoluter Vorteil, wenn ihr das Missionsziel erreicht habt, dass ihr dann einfach Fahndungslevel weg habt und noch am Leben seid. Wir haben sogar Kohle gekriegt für den Gefängnisausbruch. Auch wenn es nur 800 waren. Egal. Wir können unsere Fähigkeiten erweitern. Wir haben 4 Punkte. Da wird wahrscheinlich nicht allzu viel drin sein. Doch. Ausdauer des Pferdes wird um 10% schneller regeneriert. Das ist aber, glaube ich, nichts, was wir dringend bräuchten, ne? Ja, sonst haben wir aber nichts mehr hier.
Ja, so wie es aussieht, denke ich, sind wir gerade noch schnell genug zur Potte gekommen. Ah, doch hier, Zuckerbaby. 10% Rabatt in Beere. Ich bin so blöd, manchmal. 10% Rabatt in Läden, nicht in Beeren. Oh. Manchmal geht es echt mit mir durch. Wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Wie die Geschichte von Buddy und Guy ausgeht? Dann schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein. Die wird dann vermutlich morgen kommen. Und in der Mitte habt ihr jetzt mein Kanallogo. Da klickt ihr drauf. Dann könnt ihr den Kanal abonnieren. Dann wisst ihr auch morgen Bescheid, sobald die nächste Folge da ist. Ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Links und rechts seht ihr jeweils ein Video von mir mit anderen tollen Inhalten, falls ihr noch nicht genug habt. Für heute bin ich raus. Euer Big Frank von Big Frank Gaming. Ciao, ciao.